Willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast. Ja, was soll ich sagen? Mitten in der Nacht, check, dunkler Raum, check, es kann losgehen. So, wir sind ja jetzt in diesem Gefängnisblock hier angekommen, oder was sein soll. Wo ja diese ganzen Gestörten sind, der eine, der hier, der die Wände ein bisschen streicht, auf eine spezielle Art und Weise. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hier hin müssen und was wir hier machen müssen. Kriegen wir denn hier irgendeine... Wow, verdammt nochmal! Ganz ruhig! Alter, ich dachte, da wäre keiner drin. Billy understood. They've always been here. Okay, sie waren immer hier. Ist auch einer? Nein. Okay. Wir haben mal eine Zelle nach der anderen. Oh, hier kommen wir rein. Passiert hier irgendwas? Ist auch nichts drin. Okay. Die sind alle so dunkel, ne? Keine Batterien oder sowas, hier ist gar nichts. Da wir gehen mal Raum für Raum einfach mal ab und schauen mal, ob wir hier irgendwo wegkommen. B-Block. Okay. Hier die Kamera auch glatt anlassen können. Die leeren Zellen oder die offenen Zellen könnten bestimmt den Leuten gehören, die hier rumlaufen. Wow, verflucht nochmal! Alter! Dämon, Mann! Okay, ich sollte mein Headset leiser drehen, definitiv. Boah, ey, alles fit, Kumpel. Ja, ich verstehe dich. Durchaus, ich kann dich komplett nachvollziehen. So, der nächste, der mir jetzt hier... Moment... Da ist offen, okay. Will aber so mal gucken, ob wir hier nicht noch irgendwas finden. Vielleicht noch einen weiteren Herzinfarkt, wie eben. Hi. Was geht bei dir? Die sind alle enorm verstellt. Verstellt. Enorm entstellt und vernarbt. Gestört sind sie sowieso, unser Wandmaler. Ich lass dich mal alleine. Ich glaube, wir können einfach hier durch. Und da lang. Denke ich mal. Okay. Das heißt, wir jumpen hier rauf und schauen mal. Wow! Wow, Mann! Wie gerne zusehen. Ich bin mir noch. Ich bin krank, du bist krank. Guck dich doch mal an, Mann. Wir sehen dagegen doch normal aus. Du siehst kaputt aus. Alter, mit dem Typen habe ich gar nicht gerechnet eben. Was ist mir noch? Ja, ich komme gleich rüber zu dir. Keine Sorge. Oh. Okay, den haben sie aber gut welche verballert hier. Ach, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Okay. Beweg dich zu einer Kante hin, um dich daran festzuhalten. Machen wir gleich. Aber wir haben noch einen Eintrag bekommen. Notizen? Ja, Notizen. Nekromantie. Und wie gehabt, ich lasse die Texte eingeblendet, wer sie lesen möchte. Einfach kurz Video pausieren. Sterben gehört zu den weniger schrecklichen Dingen an diesem Ort. Kann man so sagen, ja. Die Frage ist, ob wir da jetzt rüber müssen. Cool. Das ist cool gemacht. Ich habe natürlich nur absolut keinen Plan, wo verdammt nochmal wir hin müssen. Sind wir hier richtig oder hätten wir da hinten lang gemusst? Ich
Was? Was willst du von mir, Mann? Okay, da gibt's keine Info, wenn ich das filme. Ich habe das Gefühl, ich habe da hinten was verpasst. Ich werde nochmal schnell zurückgehen. Weil da konnten wir auch lang. Ja, sorry, dass ich jetzt nochmal ein bisschen Backtracking mache, aber wir konnten da hinten noch einen anderen Gang lang. Da möchte ich dann vorher dann doch mal schauen, ob wir da vielleicht noch einen Herzinfarkt oder so verpasst haben. Oder ob wir da gar nicht durch können. Schau aus, hier ist auf jeden Fall noch ein Raum. Okay, da ist zu. Da kommen wir gar nicht ran, weil die Leiche im Weg liegt. Okay, wir haben nichts verpasst. Hier war, meine ich, auch nichts weiter. Kommen wir hier durch? Nope. Kommen wir nicht. Das heißt, wir können nur da lang. Unser Wandmaler, er ist wieder weiterhin voll in Action. Ja, bei ihm sieht man doch, Malerei ist wirklich Kopfsache. Das ist eine ganz klare Angelegenheit. Solche schönen Bilder, wie die er macht, da muss man eine Menge im Kopf für haben. Insbesondere Blut in seinem Fall. So. Folgen wir doch mal der Blutspur hier, würde ich sagen. Oh, hier ist noch eine Tür. Der Klassiker, natürlich zu. Folge den Blutspuren zum Ausgang. Okay. Geben wir uns Infos? Nope. Ah, Dekontaminierungskammer anscheinend. Block A. Inaktiv. Kaum sind wir durch, ist es inaktiv. Ist hier Infos? Eben waren wir noch im Block B. Jetzt sind wir in Block A. Oh, da liegt was. Oh, schön, der Batterie. Jetzt haben wir vier Stück, wobei die eine schon fast leer ist. Aber der Camcorder wird ja nur dann leer, wenn man die Nachtsicht anmacht. So wie habe ich mittlerweile auch geschnallt. Es könnte hier noch eine Dekontaminierungskammer sein, genau gegenüber. Aber auch wenn wir es filmen, wir kriegen keine Infos. Keine Notizen. Okay. Der einzige Weg führt durch den Abfluss. Das ist sehr vertrauenserweckend. Scheint aber immer denselben Text zu wiederholen. Meint er vielleicht, dass wir da runter müssen? Kann das sein? Oh, hier sind Dokumente. Gut, dass wir da nochmal in die Ecke gegangen sind. Die schauen wir uns doch mal kurz an. Vater Martin, Fingermaler. Okay, das ist von einer höheren Prüfung die Rede. Okay. Murkoff möchte erreichen, dass die Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Warum sollte man das wollen? Als normaler Arzt sicherlich nicht, aber was ist hier schon normal? Ja, wir müssen da runter. Da ist eine Tür angelehnt. Exit, wir haben bestimmt nicht erreichen können. Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Was zum Verfolger? Wieso Verfolger? Ja. Du, ich glaube, der hat genug. Verflucht. Die
drehen ja hier alle völlig durch. Ja gut, ist auch der Irrenanschlag. Was willst du da erwarten? Normale Menschen? Ich glaube kaum. Ja, wo lang? Hab Gefühl vor die Tür aufgeworfen. Rituale und Beschwörungen? Oh, hier der Passwort? Passwort. Das Passwort weiß ich allerdings nicht. Ist hier noch was Weltbewegendes drin? Nope. Das heißt, sollten wir Türen jetzt immer zumachen hinter uns? Oder generell? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall, hier kommen wir nicht weiter, so wie es aussieht. Wir hätten hier nur einen Rückzugspunkt. Könnten eine Runde Spinnsimulator machen, wenn wir uns hier reinstellen. Wollen wir es auch machen? Nö. Der bleibt offenbar erstmal da, wo er ist. Das heißt, wir müssen doch an dem komischen Gestörten da hinten vorbei. Wenn er uns nicht gleich mit seinem Basic eine überknüppelt. Hätte ich gar nicht versuchen brauchen. Sehe ich jetzt erst, dass da was vorsteht. Ey, bleib mal auch ganz ruhig da, Mann. Er kann da ja eigentlich munter rausspazieren. Da hinten ist ja offen. Also, jetzt sieht man's. Vorher war ein bisschen zu viel Blut im Weg. Da kann er ja einfach rausspazieren. Du weißt das Passwort für die Rechner auch nicht, wa? Still? Ich mach doch gar nichts, Mann. Bin ganz still. Ah, verdammt, da kommen wir natürlich auch nicht rein. Also du greifst mich jetzt gerade nicht an, ja? Gut, du kannst auch kaum was sehen, so wie du aussiehst. Ist gerade schön dem Wachmann weil hier verballert. Könnte es sein, dass wir da rein müssen? Ich glaube bald schon, hier hinten scheint nicht viel zu sein. Oh, doch. Hi. Oh, verdammt. Dämon, Mann. Ich würde sagen, wir haben gerade ein ganz kleines Problem. Wir chatten einfach mal da hinten hin. Und ja, komm, mach zu die Scheiße da. Zack, eine Runde Spinnsimulator und dann läuft das auch. Huh. Alter, der versucht gerade die Tür aufzubrechen. Hi. Ich würde ja jetzt gerne sagen, in your face, Mann, und den Spind auftreten und ihm eine Schrotladung in die Fresse ballern, aber geht leider nicht. Ich habe ja nichts bis auf eine Dämon-Kamera. Okay. Aber das war offenbar richtig, das so zu machen. Sind wir noch da? Schwer zu sagen. Wie kommt man denn an dem vorbei? Jedenfalls haben wir überlebt. Das können andere hier von sich nicht behaupten. Wie soll ich denn dann in diesen Sicherheitsraum reinkommen? Ich gehe mal durch. Würde ja nicht stören, ja, mach mal zu. Weil ein Ding, wo nicht Passwort draufsteht. Oh, eine Batterie. Oder? Ja. Eine Batterie. Aber sonst ist hier irgendwie nichts. Okay. Der Weg war umsonst. Der tut ja nichts. Sonst noch was? Oh, shit! Alter! Boah, damit habe ich gar nicht gerechnet eben. Ich wollte nur gucken, was da ist. Okay, ist ganz... Ist okay. Ist okay, ist es deine Leiche. Die kannst du gerne behalten.
Viel Spaß damit. Ja, ist gut. Ich gehe schon. Frage ist, ob der Typ da jetzt weg ist oder ob er uns nochmal verfolgt. Schauen wir doch mal. Da hinten wäre auch noch ein Spind. Okay. Scheint keiner hier zu sein. Komm, machen wir mal zu den Hobel. Wir sind schon mal einen kleinen Schritt weiter. Hier hätten wir nochmal einen Spind zum Reinjetten. Oh, der ist hier ein Kaffee. Das wäre jetzt echt nice. Kurz nochmal über den Raum rüber leuchten hier. Okay, scheint nichts zu sein, was uns irgendwie interessieren könnte. Außer so ein auffällig rot leuchtender Knopf. Also, wir drücken ihn. Fall oder Blatt. Offenbar haben wir jetzt eine Dekontaminierungskammer geöffnet, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Tür aufmache, ist da gleich einer. Natürlich! Ja, komm! Haben wir es gesehen? Hier ist keiner. Hier ist... Shit! Oh, nimm die Kamera weg! Die können auch die richtigen Spinte aufmachen. Das war der Typ von da. Okay. Wir haben gerade ein bisschen angeschlagen. Jetzt sagen wir, kacheln hier erstmal weg. Kacheln hier rüber und kacheln mal in den nächsten Spind. Und warten kurz. Keine Ahnung, ob der uns verfolgt. Aber bis jetzt sind wir ohne Tod ausgekommen. Immerhin. Ja. Aber ab jetzt wird es langsam schwer. Ich glaube, der kommt gar nicht hierher. Ja, sieht nicht so aus. Alles klar, das haben wir geöffnet. Wir werden erneut dekontaminiert. Wohnen wir doch schon mal. Okay, folge dem Blut, also da lang. Ja. Er folgt dem Blut weiterhin, aber wo es uns hinbringen wird und ob da noch mehr solcher Gestörten rumlaufen, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao!